Ich habe ihm nie geglaubt. Und das ist keine Überraschung. Aber Khans Worte waren wahr. Dieser seltsame Fluss hat mich in die Vergangenheit gebracht. Zu dem Moment, wo ich das Signal gab und alle Schwarzen vernichtete. Und dann wurde ich an dem Ort abgesetzt, an dem ich den letzten Überlebenden dieses Volkes finden konnte. Ein hilfloses und harmloses Kind. Khan nannte ihn den letzten Engel. Ob es wirklich der letzte Engel ist? Der Zug ist hier irgendwo. Ich hab das im Gefühl. Na dann. Hörst du das? Ja. Das ist der Zug. Wir sind richtig. Beeilung. Wir müssen ihn einholen. Was zum Fick? Tun sie doch nicht. Großartig! Gut, bei der Gelegenheit erledige ich noch ein paar von euch Grützköpfen. Klasse! Die Schienen laufen gleich zusammen, Artyom! Du musst springen! Dann musst du zu dem Waggon mit den Käfigen! Ganz vorne am Zug! Befreie dort den Schwarzen und halte den Zug an! Ich versuche mitzuhalten! Oh, fuck. Los, los! Komm schon, zieh dich hoch. Oh Gott, das war knapp. Da sind noch Sachen in der Mitte. Arschloch. Okay, gib mir die auch, wenn ich für die keine Munition mehr habe. Wo liegt denn der? Da. Danke. Bastard. Hier kann ich auch auf keinen Fall mit dem Scharfschützengewehr was machen, weil... So wie der Zug wackelt während der Fahrt. Oh, den habe ich ausnahmsweise kommen sehen. Die haben alle Seigas aus irgendeinem Grund. Durch dieses IA-Ding sieht man auch nichts, ne? Das ist zum Kotzen eigentlich. Aber damit treffe ich nicht. Kannst du knicken. Okay, wir haben wieder ein bisschen Schuss. Okay, scheiß drauf. Ah cool, den Eintrag habe ich, aber er liegt noch hier. Sand. Ah, geht vielleicht doch etwas besser, als ich dachte. Boah, Alter. Was habe ich denn gemacht? Naja.
Habe ich ihn? Ich glaube. Nein. Verreck doch, du Hund. Roter Hurensohn. So, ich muss ihn haben. Nee, ich kann die RPK nicht für eine AK weglegen, das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Oh nein! Hör doch auf, dauernd die Militärpatronen zu laden, du Affe. Was soll denn die Scheiße? Okay. So, da haben wir noch ein volles Magazin. Also sind wir eigentlich einigermaßen gut dabei. Bastard. Nein. Scheiße, hier habe ich natürlich überhaupt keine Deckung. Wenn ich das gerade so sehe. Das war mir ja sowas von klar. Das ist er. Artyom, Liebling, du bist ja so groß geworden. Mama, ich hab Angst. Hab keine Angst. Es gibt nichts, wovor du jetzt Angst haben müsstest. Geh nicht, Mama. Ich bin jetzt ganz alleine. Du bist nicht alleine. Du bist der Erste. Wir haben uns an dich erinnert und haben gewartet. Wir konnten uns an alle Gedanken unserer Art erinnern. Und du hast alle getötet. Und jetzt bin ich allein. Nein. Du bist der Erste, Kleiner. Du bist der Erste. Natürlich könnte ich ihn nicht töten. Und solange ich lebe und mein Herz schlägt, werde ich ihn beschützen. Khan sagt, wir können ihn benutzen, um den Krieg zu verhindern. Ja, er kann Wunder geschehen lassen, aber ich will ihn nicht benutzen. Sein Krieg war vorbei, als ich die Raketen auf sein Zuhause richtete. Auf seine Familie. Fuck. Bleib bei mir, Kleiner. Oben. Schwarz. Oben. Hier ist das Blut. Glänzend. Überall. Da unten ist es schwierig zu atmen. Schlecht. Neue Maske. Perfekt. Du veränderst dich. Ich werde da sein. Im Glanz.
aber ich werde nah bei dir sein. Okay. Da laufen wieder die Telepathen umher. Gut, sie hauen ab. Soll mir nur recht sein. Na, mein Freund. Hat wohl nicht so geklappt, ne? Scheiße. Hier geht halt vor allem die Munition aus, ne? Ich kann die Scheiße hier nicht die ganze Zeit mitmachen. Das ist das Problem, das ich habe. Ich helfe dir zu sehen. Soll ich mich verarschen, dass ich mit dem Ding nicht treffe oder was? Fürchtet mich lieber. Dann mach eine Pause, Kleiner, mach eine Pause. Wenn sie erstmal Angst haben, ist alles gut. Na, von dir gibt's leider nichts. Komm ich nicht rein? Schade. Du und die anderen Leute, seid stark. Ihr könnt jeden töten. Ja, aber das hat mit Stärke ich nichts zu tun. Ich komme mit dir. Etwas, das du kennst. Ich brauche es. Verstehst noch nicht. Etwas Wichtiges. Wir sind beileibe nicht stark, mein Freund. Das ist die Sache. Fuck, wir haben keine Gasmaske mehr. Hier ist gerade die Gasmaske zerschlagen. Toll! Das hier ist gerade die Gasmaske zerschlagen. Ich fass es nicht. Nee, doch nicht. Hä, was war das denn? Sehr merkwürdig. Kannst du dich wohl verpissen? Eieiei. Viele Hungrige hier denken, du musst essen. Na, keine Sorge, ich wärme mich schon. Ihr tragt alle Kleidung. Ja. Ich will auch, wie du. Ich glaube, die brauchst du nicht, mein Freund. Ich könnte echt, eine Schrotflinte brauchen, wollte ich sagen. Aber die Herren haben nur sowas dabei. Ich weiß nicht, ob mir das so viel bringt. Wie viel Munition habe ich für das Ding? 15. Ja, vergiss es.
Das Ding bringt mir einen Scheiß. Schön, dass wir hier waren und den Tagebucheintrag mitgenommen haben. Haben wir den mitgenommen? Haben wir den mitgenommen? Bin mir gerade nicht sicher. Oh! Ich bin gerade nicht sicher. Ich glaube ja. Ey, warte mal. Das war doch gar nicht. Doch war's. Naja. Okay, wir machen mal weiter. Ich glaube, diese blauen Lichter sagen uns, wo wir lang müssen. Sieht jedenfalls sehr danach aus. Um das mal so zu sagen. Ob das so stimmt, ist was anderes. Aber grundsätzlich. Okay. Noch habe ich Munition, Freunde. Überlegt euch also. Na Kollege, ich mach dir mal die Taschenlampe auf den Kopf aus. Tut doch weh, die wird doch warm. Na dann mal rein, wa? Oh, sieh an. Das wäre so ein Revolver, ne? So ein Schallgedämpfter. Wie viel Munition habe ich für dich? 42 Schuss. Nee, ich... Ich kann das Ventil nicht liegen lassen. Wir haben übrigens wieder ein Ersatzmagazin dabei. Rein von der Menge her. Gleich wahrscheinlich nicht mehr, aber... Solange wir es da haben... bin ich der Letzte, der nicht darauf zurückgreifen würde. Oh, ein Metrozug. Leer. Wahrscheinlich schon ausgeplündert von irgendwem. Sieh mal, ich bin wie du. Mit Kleidung. Ja, süß. Pass auf, da sind Dämonen unterwegs. Andererseits, ich weiß nicht, ob die dir was tun. Ich habe das Gefühl, dass hier gleich einer durch die Tür bricht. Okay. Ja, dachte ich mir. Fuck! Der nimmt ja den ganzen Waggon mit. Oh, Scheiße. Au! Juppai die und Juppai da. Aufpassen! Boah, Scheiße. Oh Gott, ich glaube, ich sollte rennen. Au! Du verpiss dich mal! Meine Herren. So willst du mal Ersatzmagazin. Scheißdreck. Drecksdämonen.
Genau deshalb lasse ich die Ventile nicht liegen. Genau wegen sowas. Ja. Knicki-knacki. Ja. Ja. Mach ich mir gar keine. Hau ab. Verpisst euch doch. Sehr schön, dass du dich um die kümmerst. Das finde ich sehr nett von dir, mein Dämonenfreund. Jetzt musst du nur mich kurz in Ruhe lassen. Dann werden wir keine Probleme bekommen. So, ihr verpisst euch, danke. Oh, hau ab. Arschschuss. Ja, fick die Henne. Eure Häuser? So hoch? Ihr gemacht? Die Stadt? So groß? Warum seid ihr Leute jetzt da unten? Warum so wenige?